Insbesondere zum Abbau von friktioneller und struktureller Arbeitslosigkeit, die wir als Formen der natürlichen Arbeitslosigkeit kennengelernt haben, sollen Struktur- und Wachstumspolitik eingesetzt werden oder werden insbesondere dafür vorgeschlagen. Was versteht man jetzt unter Strukturpolitik, was unter Wachstumspolitik? Also strukturpolitische Maßnahmen versuchen, die Qualifikation der Beschäftigten eben aufrechtzuerhalten, beziehungsweise das Time-Lag zu schließen, was zwischen den Arbeitssuchenden und den offenen Stellen besteht. Beim Abbau von friktioneller Arbeitslosigkeit wurden zum Beispiel eingerichtet Beratungs- und Vermittlungsstellen. Das wären jetzt ja, von der Bundesanstalt für Arbeit, die von den Arbeitsagenturen eingerichteten Beratungsstellen oder auch die Förderung der räumlichen Mobilität. Also wenn jetzt freie Stellen in Baden-Württemberg vorhanden sind, dass man Umzugshilfen bekommt, um dort eine Stelle anzunehmen, wenn man in der Uckermark wohnt und eine Stelle sucht. Und auch die strukturelle Arbeitslosigkeit kann mit Strukturpolitik oder soll gerade mit Strukturpolitik entsprechend reduziert werden. Ich habe ja mal einige Beispiele genannt, also Umschulung, Qualifizierung wären sicherlich ein wichtiges Beispiel. Auch Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, einfach um den Arbeitssuchenden noch die Möglichkeit zu geben, in einem Lebensrhythmus zu bleiben, der der Erwerbstätigkeit entspricht. Kurzarbeitergeld als Ausgleichsmaßnahme, dass Qualifikation gar nicht verloren geht, indem man zu lange zu Hause ist oder dass man ständig neue Arbeitsplätze suchen muss, sondern dass sozusagen die Übereinstimmung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer aufrechterhalten wird, auch über konjunkturelle Schwächephasen. Abbau der Steuer- und Abgabenlast, um ja, Arbeit als Faktor weniger zu besteuern und dafür vielleicht lieber den Konsum zu besteuern. Ein anderes Beispiel wäre die Möglichkeit der Befristung der Arbeitslosenunterstützung. Die Arbeitslosenunterstützung wurde im Zuge der ja, Schröderschen strukturpolitischen Reformen eben verkürzt und auch an bestimmte Anforderungen gebunden, dass die Arbeitssuchenden sich oft genug bewerben, dass sie unterstützt werden nach dem Prinzip des Förderns und Forderns. Und beispielsweise die Reduzierung des gesetzlichen Mindestlohns, damit der Staat nicht einen über dem markträumenden Lohn liegenden Reallohn eben praktisch per Regulierung durchsetzt. Wachstumspolitische Maßnahmen, die gefordert wären, wären die Förderung von Zukunftsbranchen oder die Förderung von technischem Fortschritt allgemein, beispielsweise durch Grundlagenforschung, die finanziert wird von öffentlicher Stelle, Förderung von Investitionen, das wären Subventionen sozusagen, Verbesserung der Standortbedingungen. Hier geht es um den ordnungspolitischen Rahmen, in dem die Wirtschaft, das Wirtschaftssystem eingebunden ist und insbesondere Bildungsinvestitionen. Ja, das sind alles Maßnahmen, die ja, dazu dienen sollen, die strukturelle und gegebenenfalls auch die friktionelle Arbeitslosigkeit abzubauen und die dazu führen sollen, dass die Arbeitssuchenden wirklich qualifiziert werden, in jeder Hinsicht auf eine offene Stelle sich erfolgreich bewerben zu können, weil das Anforderungsprofil der offenen Stelle und die Qualifikation der Bewerber übereinstimmen.